Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe sehr vereinzelte männliche Kollegen, ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist, und meine Damen und Herren auf den Tribünen. Ich möchte heute mal beginnen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, diesem großen Friedens- und Freiheitskämpfer aus Indien. Er hat gesagt, im Kampf gegen den Krieg sollten die Frauen die Führerinnen sein. Es ist die ihnen gemäße Aufgabe. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen, es ist die uns gemäße Aufgabe. Und das möchte ich gerne als Überschrift über meine kurze Rede stellen. Wir sind uns sicher einig, dass wenn es um Krieg und Frieden geht, sitzen nach wie vor viel zu wenig Frauen an den Verhandlungstischen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, müsste sich wirklich langsam ändern. Das Zitat von Gandhi ist 100 Jahre alt. Und wir sind Lichtjahre von dieser Einsicht und von der Realität entfernt. Deshalb ist es natürlich gut, dass wir sowohl den Umsetzungsplan als auch den Aktionsplan der Bundesregierung haben, die die Resolution 1325 betrachten, einmal rückblickend, einmal in die Zukunft, um zu überlegen, was wir daran ändern können, dass so wenig, und das ist das einzige Thema meiner Rede, dass so wenig Frauen vertreten sind. Und vielleicht müssen wir Frauen selber auch uns viel stärker konzentrieren auf die wirklich wichtigen Themen. Und dies ist ja ein wichtiges Thema, Krieg und Frieden. Und uns nicht verlieren teilweise in albernen Formulierungen gendergerechter Sprache. Das bringt uns nicht weiter, wenn wir alles feminisieren sprachlich, sondern wir müssen Konzentration aufs Wesentliche. Und da betrachte ich jetzt mal etwas genauer. Ich sage, wir sitzen nicht an den Verhandlungstischen. Wir haben eine Reihe von Prozentzahlen und Zahlen vorgelegt bekommen, aber die täuschen doch. Denn wenn wir die Beteiligung von Frauen in internationalen Gremien, in Gremien, wo es um Frieden geht, um Krieg geht, wenn wir da alles einbeziehen, bei den Vereinten Nationen, alle unteren Dienstgrade mit einbeziehen, dann sehen wir relativ gut aus. Aber wenn wir gucken, wer sitzt denn in den Führungsetagen, wer sitzt denn an den Verhandlungstischen, dann sieht es eben ganz anders aus. Und damit wir nicht auf andere blicken, blicken wir mal auf uns selber. Ich denke, dass Frauen ein unglaubliches diplomatisches Geschick haben. Und wenn das so ist, müssten wir ja eigentlich unter unseren Botschaftern eine Vielzahl von Frauen haben. Und da habe ich selbst durchgezählt. Ich verlasse mich da immer nicht auf andere. Das können Sie nachzählen, 154 auswärtige besetzte Vertretungen. Und davon sind 21 Frauen. Na toll. Das kann aber nun wirklich auch noch besser werden. Und es kann nicht nur, sondern es muss besser werden. Und interessant ist, wenn man beim Auswärtigen Amt anfragt, wie viele Frauen sind denn Botschafterinnen, dann beziehen sie gleich die Generalvertretung mit ein, um dann auf eine etwas höhere Zahl zu kommen, nämlich auf 28. Aber das hilft uns auch nicht. Und wenn wir die ständigen Vertreter in internationalen Organisationen uns anblicken, nur wir Deutschen, dann haben wir da 13 und davon sind 2 Frauen. Da ist aber noch viel Luft nach oben, meine Damen und Herren. Ich sage aber auch kritisch, wenn es in den Medien um Krieg und Frieden geht, um Außenpolitik geht, um Sicherheitspolitik geht, wen fragen denn unsere Journalisten? Sie fragen immer die gleichen Herren, die ich alle liebe und alle schätze. Aber der Blick ist ziemlich verengt, auch der Medienvertreter.
die eben weder in die Talkshows noch morgens im Deutschlandfunk dann auch mal die Stimme der Frauen einbeziehen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das sind nicht nur wir Außenpolitikerinnen und Verteidigungspolitikerinnen, sondern es sind ganz viele hoch und hochkompetente Frauen in den Thinktanks, in den Stiftungen, in vielen Organisationen, die man einbeziehen könnte und leider nicht einbezieht. Helmut Kohl, ich muss leider schon zum Ende kommen, Helmut Kohl hat immerhin vor über 30 Jahren gesagt, dieses Engagement der Frauen brauchen wir in Zukunft nötiger denn je bei der Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben auf unserem Weg zu mehr Verständigung der Welt. Vor über 30 Jahren. Also, wir haben schon einen langen Weg hinter uns. Wir haben einen weiten Weg vor uns in der Beteiligung von Frauen an außenpolitischen Nachdenken und Fragen. Aber vielleicht darf ich am Ende sagen, vielleicht müssen wir Frauen selbst auch uns offensiver und stärker in diese Themen einmischen. Denn wenn so wenig Frauen auch in den Auswärtigen Ausschuss gehen, dann ist es ja nicht die Schuld der Männer, sondern dann ist es vielleicht auch das Wahlverhalten von Frauen am Beginn einer Legislatur. Herzliche Einladung. Wir müssen offensiver sein, wir Frauen. Die Männer müssen noch mehr verstehen, dass wir mindestens so gut, aber eigentlich besser sind in der Frage der Diplomatie. Und dass wir gerne mitmachen und dass wir mit hoher Kompetenz mitmachen. Und da glaube ich, dass wir alle zusammenhalten, aller Fraktionen. Und ich bin dabei. Vielen Dank. Zum Abschluss dieser Aussprache hat die Kollegin Julia Obermeier das Wort für die CDU-CSU.